Grünkohl, das haben wir Großkühl für, weil die Blätter so kraus sind. Ne? Und dann müssen sie auch, das ist erstmal viel Arbeit, wenn sie den frisch machen. Und dann muss da auch ordentlich Schmalz und was muss jetzt drin, sonst schmeckt der nicht. Ne? Ja, wir haben eben immer gesagt, kühl. Kühl. Großkühl. Das war bei uns der Kühl und das war Krausmoos. Und das wurde ja nur im Winter gemacht. Weil es gefroren sind, sonst hätte das nicht schmecken. Dann war das bitter. Und wenn es gefroren war, dann geht das richtig für zu essen. Kühl kenne ich auch. Ah, da haben wir früher jetzt auch. Der wird ja auch, muss immer der Frost drüber gehen, haben sie immer gesagt. Ne? Und dann wird der Apfelzupf vom der Stängel wird gekocht, der wird ein bisschen mehr gekocht, weil er sehr hart ist. Ne? Und wir wollten immer zu bitter. Wir haben dann essen müssen, weil wir hatten im Jahr. Ja, und der wird auch dann aufgekocht und dann auch ein bisschen gebungen mit Butter. Wenn man hat, dann noch ein bisschen Butter dabei. Ne? Und das war, wir haben sehr viel essen müssen, weil man ernstig muss man viel essen, was man heute will. Aber heute wird das ja wieder gegessen. Ne? Heute kann man ja auch tiefgekühlt schon fertig kaufen. Im Frühjahr wurde die Jade bestellt. Und dann mussten dann ja Plänzchen gesetzt werden, die man entweder selber gezogen hat oder in der Jätnerei holen konnte. Das waren dann Kappeskühl oder Kühl für rote Kappes oder Kühl für weiße Kappes. Ne? Mittlerweile, jetzt habe ich schon mal gesehen, da ist dann die Kühl sind fast so teuer wie noch der fertige Kappes, der dann zu Höf in die Geschäfte liegt. Ne?